Hallo, mein Name ist Jürgen Fegger für WIM, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Es geht um den World Government Summit, Weltregierungsgipfel. Ja, sowas gibt's, Weltregierungsgipfel. Und ich will darauf aufmerksam machen, dass es sowas gibt und wer steckt dahinter? Ja, die UN natürlich wieder, die Vereinten Nationen. Da ist wieder irgendwie eine Veranstaltung, wo sich alle treffen und hier über die üblichen Themen sprechen. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen. Ich möchte jetzt da jetzt einfach nur sagen, hier wird wieder besprochen, wie toll das wäre, wenn man eben eine Weltregierung hat. Hier gibt es explizit ausdrücklich einen Weltregierungsgipfel, ein World Government Summit. Okay, deswegen ist mir die Veranstaltung aufgefallen und deswegen erwähne ich sie hier auch. Was wird da besprochen? Ganz kurz, ja, der Kapitalismus bzw. die Marktwirtschaft wird da in Frage gestellt. Die einzige Lösung sei natürlich die internationale Zusammenarbeit und einzelne Nationen würden quasi ins Nichts führen und in die totale Armut, so der französische Finanzminister Le Maire. Und dann ja unter anderem Frau Lagarde vom IWF hat gesprochen und die Korruption sei dadurch zu bekämpfen, dass man eine starke Hand an der Spitze habe. Ja, und was ist hier noch? 5G ist natürlich ganz toll. Der Brexit ist ganz schlimm. Und ja, und die Fake News auf Facebook müssen man bekämpfen. So viel zu dieser Veranstaltung, dreitägigen Veranstaltung auf Dubai. Ganz kurz, wie gesagt. Aber man muss wissen, dass da eben diese Veranstaltung ist. Und ja, es gibt auch was im Internet, ganze 9 Stunden kann man sich das antun. Ich habe es mal so durchgescrollt. Ja, also das übliche Gedöns, sage ich mal, was man bei so Veranstaltungen hat. Aber wie gesagt, man muss aufpassen eben bei diesen Politikern, die vergaloppieren sich da in irgendwelche Weltherrschaftsfantasien. Deswegen erwähne ich das hier eben und auch noch diese Veranstaltung. Unten in der Videobeschreibung sind die Links, die ich dann noch hinzufügen werde. Erstmal soweit.